We are Aces and Eights. And we have taken over Wrestling Talk Radio. And we have kidnapped your so-called host, Matthew Black, or whatever his name is. And we say what's going on with this podcast from now on. And if you want your host back, do as we say. Do as the Aces and Eights tell you. Understood? Katholische Kirche hat einen neuen Papst. Papst Franziskus der Erste ist feierlich beim Konklave gewählt worden. Aber Lenny, uns fehlt jemand. Irgendwie, so ein bisschen. Ja, irgendwie so ein bisschen. Und ich bin momentan auch ein bisschen erschüttert von der gesamten Situation, denn Matze ist nicht mehr da. Ja, also wir können jetzt auch gerade wirklich außer diesem professionellen Einstieg nichts bringen. Ich meine, ihr hört ja schon, ich, der Leo und Lenny werden dann heute die Show machen. Die Show muss immer weitergehen, the show must go on. Und drum werden wir hier, so gut es möglich ist, versuchen, den Matze zu ersetzen. Wir sind natürlich in Gedanken immer bei ihm und werden versuchen, das auf die Reihe zu kriegen, oder Lenny? Absolut, wir werden den Matze heute entschädigen und werden ihn da raushelfen aus der Misere. Bist du fit? Ich bin fit. Mehr als das. Ich auch. Also ich muss auch echt sagen, ich war gestern zum Glück nicht mehr lang weg und drum bin ich topfit. Wir haben die vierte Sendung, Lenny? Es ist die 11. mittlerweile. Ah, ja. Und sie trägt den Namen Dead Man's Hand. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Woher das kommt, ja, ich will dazu nicht so viel sagen, weil sonst kriegen wir noch Probleme und dann kommt der Matze nicht so schnell wieder. Ja, also ich würde auch sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. Mach's lieber nicht. Wir lassen es einfach mal so stehen. Es kann immer wieder nach hinten losgehen, mach's bitte nicht. Mach ich. Brauch den Matze wieder. Ja, okay. Definitiv. Dann steigen wir doch gleich mal ins Geschehen ein, würde ich sagen, und gehen doch mal zu Raw. Das war ja diese Woche in Fort Wayne in Indiana. Und wie hat's dir gefallen, Lenny? Alles in allem war die Show richtig gut. Also ich denke, man kann nicht meckern. Sie stand natürlich, oder ganz klar im Fokus stand natürlich der Tod von Paul Bearer. Das war schon eine schockierende Nachricht in der letzten Woche. Die haben ja da eben so ein Special aufgezeichnet bezüglich dem Leben von Paul Bearer. Kann man sich übrigens auch gerne anhören auf unserem YouTube-Kanal wrestlingtalk.de oder eben auf unserer Website. Und da gibt es dann nochmal genauere Infos zum Leben und zum Werk von Paul Bearer. Nochmal zurück zu dieser Raw-Ausgabe. Denn es war schon ziemlich dramatisch. Und auch, ich denke, für jeden Zuschauer war da auch ein bisschen die Leidenschaft vorhanden für das Wrestling. Und Leidenschaft, das kommt ja nicht von ungefähr, ist ja eine Wortkombination aus Leiden und Schafft. Und genau diese Situation brachte Paul Bearer hier ein bisschen in das Spiel. Aber ich denke, man hat das total gut umgesetzt. Letztendlich wurden ja alle Gerüchte da beseitigt, dass Paul Bearer da irgendwie respektlos behandelt worden sei. Nee, das war nicht vorhanden, sondern das wurde alles ganz sinngemäß veranstaltet da mit Paul Bearer. Das Leben wurde nochmal geehrt, sag ich mal. Und ich denke, die Story wird dadurch auch vorangetrieben. Aber können wir ja nochmal näher drauf eingehen jetzt. Ja, es wurde ja auch im Vorhinein alles mit Familie und Freunden abgeklärt. Also wenn jetzt da irgendjemand behauptet, von wegen, das würde ihn irgendwie jetzt eingrenzen oder sowas, macht man direkt danach nicht. Nein, es war alles abgeklärt. Und ich persönlich bin mir auch ziemlich sicher, dass Paul das genauso gewollt hätte.
dann würde ich sagen, machen wir mal nicht Reihenfolge, sondern gehen erstmal auf die Paul Undertaker Punk-Geschichte ein, oder? Genau, das ist eine gute Idee. Ein perfektes Stichwort, denn zu Beginn der Sendung kam der Undertaker direkt zum Ring. Und da stand eine Urne im Ring. Man könnte das natürlich gleichsetzen mit einem Sarg, der aufgebahrt wird. Hier in diesem Fall war es natürlich die Urne, die ein signifikantes Statussymbol für den Undertaker war. Schon seit Jahren natürlich, seit den 90ern, als das losging, 91 oder 90 war es, glaube ich, bei der Survivor Series. Und da war die Urne zwar noch nicht mit dabei, erst dann mit der Errungenschaft von Paul Bearer als Manager. Trotzdem war das eine imposante Situation, dass die Urne da im Ring stand und dann natürlich auch noch der Titantron, wo drauf stand, Rest in Peace William Moody oder in Memory of. Das war schon ziemlich emotional. Der ein oder andere Wrestling-Fan hat da sicherlich auch eine Träne vergossen, kann ich auf jeden Fall verstehen. Oder beziehungsweise den Tränen nahe. Und dann... Wahrscheinlich haben auch, muss ich glaube ich sagen, also viele damit gerechnet, dass es hier gar nicht unterbrochen wird. Also ich persönlich habe eigentlich auch eher gedacht, das ist jetzt nochmal so ein Tribut und dann geht die Show richtig los. Aber Punk ist gekommen, hat mal richtig einen rausgehaut, muss ich jetzt mal sagen. Also dass Undertaker bei WrestleMania verlieren wird und so weiter, hat quasi die Promo zerstört. Und dann hatten wir nach der Werbepause Kane, wie er ihn quasi verfolgt. Also ich fand das Segment wirklich stimmig in sich. Hat ja, mir relativ gut gefallen. Also ich kann jetzt auch nochmal die Situation schildern. Also das war ja so, der Undertaker, man war ja vollkommen vertieft in den Tod, in diese Zeremonie um Paul Bearer. Und auf einmal kam die Musik von CM Punk, man hat sich gedacht, ach du meine Güte, was ist denn jetzt los? Und also das war schon ganz schön strange, muss man wirklich sagen. Ich fand's auch, also wirklich... Ich muss aber auch sagen, weil da können wir gleich den Bogen spannen, wenn wir jetzt ganz ans Ende gehen, ins No Disqualification Match zwischen Kane und Punk. Auch da hat ja Punk eigentlich wieder das letzte Wort gehabt, indem er ja quasi mit der Urne Kane verprügelt. Fand ich absolut genial. Also muss ich wirklich sagen, für mich denkst du halt, die Show geht face-mäßig versöhnlich zu Ende, aber nein, Punk haut nochmal drauf. Ist genial gemacht und solange wirklich das Ganze hat ja Paul eigentlich nicht geschadet. Also ich finde, man hat ihn eher nochmal geehrt, nochmal so eine Riesenrolle zu spielen und einfach die ganze Show auch mit den Clips und drum war das gut gemacht. Ich finde es ja auch schon mal richtig gut, dass man da diese WWE-App, dass man die da richtig mit einbezieht. Also man hat ja da durch dieses WWE-Active eben auch das Segment eingespielt während der Werbepause mit Kane und CM Punk mit diesen versuchten Chokes dann von der Rampe. Das wurde ja dann später nur nochmal im TV gezeigt. Und dann merkt man, dass man da wirklich Prioritäten setzt hinsichtlich dieser App. Also das finde ich gar nicht schlecht. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dem Main Event, zu diesem No DQ Match. Also du hast da eigentlich schon das perfekte Stichwort angesprochen. Persönliches Face-Ende. Man denkt ja eigentlich normalerweise Todesfall, dann gewinnt natürlich Kane gegen Punk. Der Gong ertönt auch noch, der Undertaker steht dann auf der Bühne und Punk verliert. Also spricht eigentlich alles dafür, dass da gar nichts mehr passiert, dass ein typischer Face-Sieg wird. Ja. Und auf einmal kommt da Punk aus der Ferne mit der Urne. Also das war schon Wahnsinn. Aber man merkt schon, dass der Undertaker ein bisschen langsamer geworden ist. Ne? Er hat schon ein bisschen gebraucht, bis er im Ring war wieder. Besonders das Beste, dann geht er ja nicht direkt, sondern erstmal links, Stufen rauf. Also das ist natürlich typisch Undertaker. Wahnsinn. Wer würde das nicht machen? Ich meine, ganz ehrlich, ist doch klar. Logisch. Ja. Und genau das ist eigentlich das Einzige, dass diese Punk-Storyline, finde ich, also viele sagen ja, also eigentlich ist es ja klar, Undertaker wird gewinnen und so weiter, aber ich finde, jetzt bringst du da eigentlich nochmal richtig Brisanz rein. Also ich finde, sie haben die Situation, ich sage jetzt nicht ausgenutzt, aber sie haben die Situation richtig gut genutzt und haben da richtig was draus gemacht, muss ich sagen. Ja, vor allem, weil er davor auch gar nicht so richtig feststand, baut man Paul Bearer jetzt nur mit einem Tributvideo mit ein und dann lässt man das Ganze links liegen. Also es stand ja auch wieder, zumindest in den meisten News, dass der Undertaker womöglich jetzt wieder eine Auszeit nimmt, wieder für 2 Wochen und dann erst eine Woche vor WrestleMania zurückkommt oder so. Aber finde ich gut, dass man das jetzt so gemacht hat, dass man da den Undertaker sogar die Entscheidungsgewalt überlassen hat, dass er da alles entscheiden durfte. In diesem Fall, was gezeigt wird eben, ob da Videos gezeigt würden, diese Videopackages, die man ja gesehen hat, immer nach den Werbepausen, die hat ja alle der
allesamt der Undertaker initiiert. Also ohne den wären die da nicht da gewesen, denke ich mal. Und das wäre dann einfach nur mit dem Tributvideo am Anfang geschehen. Aber dadurch, dass man eben auch noch so ein paar Zeitzeugen mit dabei hatte, die sicherlich auch den Willen von Paul Bearer jetzt noch so in den letzten Tagen mitbekommen haben, ebenso natürlich laut den Söhnen, dann ist das natürlich schon gerecht, dass Paul Bearer so mit einbezogen wird. Und Emotion war ja auch ein bisschen dabei, wenn man sieht, ich weiß nicht, hast du das gesehen bei Kane? Dem ist ja sogar zwischenzeitlich unter der Maske mal so eine rote Träne rausgerutscht. Fand ich ganz schön. Also, ich glaube auch für die beiden war das ein richtig. Ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen, ja. Ja, da ist mal so, die hat er dann schnell weggewischt und das war wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, es war immer auch verdammt schwierig, ne? Also man hat ja auch 2005 damals Eddie Guerreros Tod, haben ja auch direkt eine Raw-Ausgabe, Smackdown-Ausgabe für ihn gemacht. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass Paul Bearer ein Eddie Guerrero ist, denn restlich war er nicht erfolgreich, aber hat den Undertaker doch schon zu dem Mann gemacht, der er heute ist, beziehungsweise hat dem Ganzen wirklich einen erhöhten Trend verpasst, sag ich mal. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon gerecht, dass Paul Bearer hier so eine Ehrung bekommt. Zum Leidwesen könnte man natürlich jetzt wieder im Gegenzug sagen, Randy Savage hat das nicht gekriegt. Dann wären natürlich wieder die Kriteriumspunkte hier von einigen Fans außer Kraft gesetzt, weil die sich sagen, Randy Savage verdient so eine Tributsendung, währenddessen Paul Bearer nicht. Aber das kann man dann auch wieder dementieren, so an sich. Weil Paul Bearer wird ja in die Story integriert. Also hat es ja durchaus einen Sinn. Ja. Das hat man mit Randy Savage ja nicht machen können. Also ich muss wirklich auch sagen, das ist für mich der Hauptpunkt, warum das richtig gut gemacht wurde. Weil du da einfach, du bringst auch was vorwärts. Also, weil direkt vor WrestleMania dann nochmal eine komplette Tributsendung oder gar nicht erwähnen, ist schwierig. Und so hast du das natürlich perfekt eingebaut. Das war natürlich klasse. Ja, man hat ja eigentlich auch immer wieder gedacht, was kommt denn da jetzt noch? So im Verlauf der Fehde, ne? Taker gegen Punk. Ist das jetzt vielleicht wieder so, dass der Taker jetzt wieder Woche für Woche nur noch mit Videobotschaften kommt? Aber er ist tatsächlich anwesend. Und wenn er sich jetzt noch ein bisschen aktiver mit einbringt, vielleicht auch mal eine Promo macht, wie damals mit Triple H, weil die sind ja wirklich ziemlich besonders und die stimmen ihn ja wirklich ein. Das wäre vielleicht ganz gut, dass es da nochmal ein Rededuell gibt. Vielleicht 2 bis 1 Woche vor WrestleMania zwischen den beiden. Das würde der Fehde dann auch nochmal eine spezielle Würze geben. Klar, da müssen wir, und ich muss auch sagen, er sieht relativ fit aus. Also wenn ich mal mit 50 oder 60 dazwischen drin mal noch so fit bin, dann muss ich wirklich sagen, Respekt. Ja, also er sieht eigentlich nicht großartig anders aus als im letzten Jahr, finde ich. Also so, man sieht allerdings schon den Unterschied. Ja, so am Ränzchen, also am Bauch siehst du schon ein bisschen was, finde ich. Oh, auch im Gesicht, finde ich. Also die Falten sind jetzt schon ein bisschen mehr durchgedrungen, aber wir wollen ja jetzt hier keinen Gesichtsratgeber spielen oder sowas. Oder Schönheitsratgeber oder was weiß ich. Aber wir freuen uns, dass der Undertaker wieder da ist, dass diese unglaubliche Aura des Undertakers, wie das Wrestling Talk Radio erschließt oder umschließt. Und das ist doch einfach schön. Das ist einfach das. Geil. Das stimmt. Dann will ich ein bisschen springen und würde gern erstmal zu einer Reunion kommen oder eigentlich zu 2 Tag Teams, die mal wieder im Geschehen waren. Einmal Road Scholars ist wieder da. Die waren ja lange weg. Die waren, also das muss man ja wirklich lange mal sagen. Weg. Und ich muss auch sagen, vor 7 Jahren gesehen. Ja, Lenny und der Split, also der war wirklich extrem sinnvoll. Also muss ich sagen, da hat die WWE endlich mal, so wie Bo Dallas und Wade Barrett Fehde, hat auch hier die WWE mal wieder konsequent umgesetzt. Aber mal, du musst da sagen, da merkt man also aber auch mal, was das im Booking ist. Ja. Ja, also aber man macht es ja so, man splittet die beiden im Februar. Und schreibt wahrscheinlich die beiden raus. Man denkt sich, wir haben keine Ideen mehr. Und jetzt im März fällt einem auf, ach ja, aus den beiden können wir ja doch noch was machen, weil wir im Einzelbereich nichts mit denen vorhaben. Aber ja, das ist doch schwachsinnig. Es ist halt die Frage, ob sie auseinander, also splitten wollten und mit einem einen Plan hatten oder ob sie wirklich überhaupt gar keinen Plan gehabt haben. Wobei man natürlich auch sagen könnte, dass der Chefbooker oder irgendein Booker, der wirklich dafür verantwortlich war für Raw, der wurde ja gefeuert vor 2 Wochen. Und letzte Woche kamen doch die Road Scholars zurück. Vielleicht hat der einfach den Fehler gemacht und die hat man jetzt wieder ausgebügelt. Ja,
Also da können wir eh nur spekulieren. Aber zwei Sachen sind definitiv dadurch wieder sicher. Wir sehen gute Promos, weil das können sie. Also ich fand zum Beispiel die Promo ja wieder echt genial. Ja. Und auf jeden Fall, sie müssen Tag Team Champions werden, weil sonst, also wenn sie jetzt nochmal beim zweiten Run nicht Tag Team Champions werden, dann stelle ich mich wirklich die Frage, was war denn das dann überhaupt? Aber ich gehe mal davon aus, dass sie von Brian und Kane die Nächsten sind, die Dinger gewinnen werden. Gehe ich ganz stark davon aus. Ganz genau. Und du hast ja gerade schon das erste Tag-Team angesprochen. Dann können wir ja direkt zum zweiten Tag-Team gehen, das womöglich Vollzeit wieder zurückkehren wird. So lautete die News. Die New Age Outlaws nochmal mit einem letzten Run bis WrestleMania. Denn es sollte ja auch hier dieses große Match geben. Und einige haben das tatsächlich als Number One Contender Match angesehen für WrestleMania. Kann man, glaube ich, auch so vertreten, finde ich. Also die New Age Outlaws gegen das Team Hell No bei WrestleMania, also da wäre ich schon ein bisschen heiß, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Ebenso die Road Scholars gegen Team Hell No im Gegenzug vielleicht nicht mehr. Es gab es ja eben schon zweimal bei den Pay-Per-Views, Hell in a Cell gab es das und jetzt auch beim Rumble. Deswegen möchte man das vielleicht nicht mehr sehen erstmal. Da sollte vielleicht dann doch erstmal der Titelwechsel her, vielleicht macht man das ja so, dass man die New Age Outlaws nochmal zu den Champions macht. Und dann macht man nochmal ein entscheidendes Match zwischen den Road Scholars und New Age Outlaws bei Extreme Rules oder so. Um den Titel wäre ja gar nicht schlecht. Aber man kann durchaus behaupten, dass Billy Gunn und Road Dogg immer noch unglaublich bewandt sind am Mikrofon. Und generell irgendwie eine... Ich weiß nicht, das ist bei den heutigen Tech-Teams nicht mehr so vorhanden. Die New Age Outlaws kommen rein, verbreiten ein bisschen Spaß, machen ihre Catchphrase, sind im Ring nicht mehr so gut, aber es juckt ja keinen. Du musst aber auch sagen, sie dürfen halt auch, ne? Also erstens, sie haben ja ihren Catchphrase, der ja über Jahrzehnte jetzt aufgebaut und gefestigt ist. Das ist ja, also ist ja dann schon mal klar, dass das Publikum ordentlich, was sie auch gemacht haben, also das Publikum war da echt dabei. Und dadurch ziehen die ja viel mehr, weil du die halt einfach kennst. Aber ich finde, was sie gut rein war, diese Lockerheit, wie du auch schon, die waren einfach locker, finde ich. Ja, die kommen einfach rein und machen ihr Ding und das finde ich super. Also die haben jetzt kein aufgezwungenes Gimmick oder so, die kommen einfach rein, haben ein bisschen Spaß. Und genauso ist ja auch bei den Road Scholars, also die Promo, die sie davor gehalten haben, ne, die war schon klasse. Also ich finde auch, denen kaufst du das auch richtig ab, dass die davon überzeugt sind, dass sie einfach schlauer und toller und besser sind. Also das finde ich also Wahnsinn. Auch später dann noch in diesem Segment mit Nikki und Brie Bella, die ja wieder zurück sind. Wahrscheinlich vermute ich wegen Daniel Bryan und John Cena. Ja, oder des Geldes wegen, glaube ich. Ja, beides knapp geworden. Beides wahrscheinlich. Ja, obwohl wenn du zusammen mit John Cena, ich glaube geldtechnisch bist du dann gar nicht so. Obwohl die ganzen Steroide, die kosten schon, ja. Muss man abwägen. Auf jeden Fall, glaubst du, dass die definitiv oder die verkaufen sich halt einfach richtig gut? Und drum habe ich gegen die Reunion oder jetzt einfach wieder, dass sie zusammen sind, habe ich gar nicht so viel, weil anders hätte man sie jetzt wahrscheinlich eh nicht sinnvoll einsetzen können. Genau. Also wenn man das jetzt trotz allem nochmal unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass die Road Scholars ja also ein bisschen wie eine rustikale und neunmal kluge Pippi Langstrumpf im Tech-Team vorkommen. ja, ist ja wirklich wahr, ne? Weil Pippi Langstrumpf oder so, die zeichnen sie sich ja immer damit aus, dass sie irgendwelche Tätigkeiten daneben noch oder nebenbei gemacht hat, die ein bisschen rustikaler waren. Aber trotzdem immer mit Bedacht, ne? Also hier mit Köpfchen. Und das machen die ja auch, die ja. Road Scholars. Und deswegen passt das vielleicht ganz gut, dieser kleine Spitzname, die Pippi Langstrumpf im Tech-Team. Und jetzt haben sie halt noch die Bella Twins dazu gekriegt. Und jetzt kann man ja auch schon mal ein bisschen vorausschauen auf SmackDown. Denn da gab es ja einen Brawl zwischen den Bella Twins und Cameron Naomi, den Tänzerinnen von Brodus Clay und Tensai. Da muss ich mir erst mal dran gewöhnen. Die Tänzerin von Brodus Clay und Tensai. Das hört sich ganz komisch an. Könnte man ja einen Zusammenhang vermuten, ne? Ja, könnte man. Und das könnte letztendlich vielleicht auf ein Mixed Tag Team Match hindeuten bei WrestleMania. So, die Road Scholars mit den Bella Twins gegen Brodus Clay und Tensai und ebenso natürlich die zwei Damen Cameron und Naomi. Wenn jetzt da noch die Titel irgendwo dabei wären, die fehlen halt noch, ne?
Generell, also die Tag Team Titel. Also du kannst das Match ja ohne Tag Team Titel nicht machen. Also generell finde ich ja, dass die Tag Team Titel immer mehr in Vergessenheit geraten. Also ich finde es irgendwie auch ein bisschen weil sie traurig, halt im Moment weil nicht wirklich als Tag Team Titel eingesetzt werden. Also und genau das ist das, was ich nicht gut finde. Also die Story war ja am Anfang ganz gut. Also als die Night of Champions gestartet ist, zuvor mit diesen Anger-Management-Kursen, also die fand ich richtig gut. Aber mittlerweile ist die einfach nur noch ausgelutscht. Also kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Denn Daniel Bryan, man sagt es ja ihm sonst, man sagt ihm ja nach, er wäre der beste technische Wrestler seit langer Zeit, beziehungsweise aktuell sogar auf der gesamten Welt. Der Aussage kann ich eigentlich, was Mainstream-Wrestling angeht, nur so nachgehen, weil das stimmt ja tatsächlich. Daniel Bryan ist wahnsinnig stark und durch dieses Gimmick schaffst du halt bei den Fans immer wieder so ein bisschen die Reaktion, ja, das ist der Typ mit dem langen Bart und der kommt einfach rein und wird verprügelt, weil der verliert ja ziemlich auf Daniel Bryan. Und dass dieses Image jetzt auch so, ne, dass er hier immer eifersüchtig ist auf Kane, das finde ich nicht so gut, weil dadurch wird der Wrestler Daniel Bryan an sich immer weiter in der Hierarchie nach unten gedrängt und das ist einfach nicht gut. Dann sollte vielleicht den Split jetzt irgendwann mal vollziehen. Also ich finde ja generell, dass es schon so spät ist, weil er hätte beim Rumble anfangen müssen und da hätte man auch eine gute Fehde aufbauen können. Zwischen Kane und Daniel Bryan für WrestleMania hätte ich gerne gesehen, wäre sicherlich auch jeder Fan damit zufrieden gewesen. Bloß dann musste natürlich zum Leidwesen von Bryan wieder betrachten, dass er beim SummerSlam letztes Jahr das Match gewonnen hat gegen Kane. Das müsste ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Kane gewinnen muss dieses Mal. Weil Kane ja sein letztes WrestleMania-Match auch gewonnen hat. Sein letztes WrestleMania-Match, was war das eigentlich? Ach, war ja Kane Orton. Gegen Orton. Genau, gegen Orton. Das hat man auch schon wieder vergessen. Naja, war ja auch nur... Also so wird's doch eigentlich theoretisch passen bei WrestleMania. Diesmal verliert Kane und Bryan gewinnt diesmal. Irgendwie schon, ne? Wäre dann ein bisschen so umgekehrt, im Gegensatz zum letzten Jahr, der ja nach 18 Sekunden verloren. Oder man baut das Gimmick wieder weiterhin auf und dann werde ich aber richtig sauer, wenn man Kane hier nach 30 Sekunden gewinnen lässt gegen Bryan oder sowas. Ja, aber wenn du jetzt auch wieder den Bogen spannst zu den dieswöchigen Ausgaben, musst du auch sagen, das Match Dolph Ziggler gegen Bryan war richtig, richtig gut. Ja. Aber Bryan hat quasi in Raw wieder kassiert, nenne ich es jetzt mal, und Kane hat dann in SmackDown kassiert. Also musst du sagen, die sind auch im Moment für mich so ein bisschen fädenlos. Also auch die hängen absolut in der Luft. Die hängen total in der Luft und du weißt überhaupt nicht, wo es hingeht. Wahrscheinlich wird es jetzt dann irgendein Number Ones Tag Team Contender Match geben und dann WrestleMania gibt's halt um die Tag Team Champions wahrscheinlich in der Pre-Show oder so. Generell ist für mich die WrestleMania Card dieses Jahr noch nie, also die stand doch immer zu dem Zeitpunkt schon fest oder fast. Ja, also du hast, gab's für mich schon lange nicht mehr. Dadurch, dass du halt so große Matches hast, irgendwie gerät der Rest, finde ich, so ein bisschen weg. Also wer interessiert sich schon ernsthaft jetzt, keine Ahnung, um den Intercontinental Title, also oder Tag Team Title? Das ist halt alles so, da geht nichts vorwärts, weil die anderen einfach so groß sind. Ganz genau, zum Beispiel letztes Jahr, 2 Wochen nach Elimination Chamber, stand das Match um die Intercontinental Championship schon fest. Beziehungsweise um den Intercontinental Championship. Rhodes gegen Big Show war das, gell? Genau, das war letztes Jahr. Und dieses Jahr, Fehlanzeige, also man weiß ja noch nicht mal, was man mit dem US-Champion macht. Cesaro hängt ja auch total in der Luft. Ja. Am Ende werden sie wahrscheinlich alle zusammengesteckt und jeder darf mal 2 Minuten und dann haben sie auch ihren Paycheck für die WrestleMania. Mach mal wohl eine 12-Man Battle Royal. Winner gets a shot at Dolph Ziggler's Money in the Bank. Briefcase later tonight oder was? Das ist eigentlich eine gute Idee. Also das wäre schon richtig genial, wenn man da eine Battle Royal macht. So 12 Mann vielleicht. Und der Gewinner kriegt im späteren Verlauf des Abends noch ein Match um den Koffer gegen Ziggler. Ziggler verteidigt meinetwegen oder holt sich irgendwie kontrovers den Sieg und casht dann ein um den World Heavyweight Titel. Wäre doch auch ganz cool. Ja, das, ich bin gespannt, wie es wird. Ich tendiere ja im Moment eher drauf, dass Miss Jericho Barrett irgendwas machen und Cesaro mal schauen. Bestimmt, also das Triple Threat Match nächste Woche. Vielleicht macht man das auch einfach so, dass Ziggler irgendwie reinkommt und einfach irgendjemanden pinnt und wie so Hardcore-Titel-Prinzip irgendwie.
kommt einfach rein, pinnt, Referee ist orientierungslos und zählt. Und Ziggler ist dann Champion. Aber ich glaube, das ist jetzt schon wieder zu riskantes Booking. Ich glaube nicht, dass die WWE das bringen wird. Das wäre ja unzumutbar, sowas. Und jetzt spannen wir den ganz riesigen Bogen und gehen wieder zurück, weil dann ist ja noch so ein Schmerz gekommen nach dem Match. Nein, während dem Match sogar, oder? Genau, ja, also ich kann das so eigentlich Schmerz. am besten kann man das Ganze beschreiben mit den Worten: Oh, you didn't know. Den Brock Lesnar kam zu bringen, und was kann man dazu sagen? Billy Gunn und Road Dogg standen im Ring und haben sie erstmal gedacht, ja, wir sind ja ein Tech-Team, das schaffen wir schon. Nee, beide kriegen den F5 ab. Aber wie. Lesnar sieht richtig fit aus. Also der... Wahnsinnig macht, fit, ne? Im Gegensatz zum letzten Jahr? Ja, macht er mir auch richtig Angst, muss ich sagen. Also ich finde, Lesnar ist vielleicht jetzt in der Höchstform. Also letztes Jahr so SummerSlam. Man hat ja gesehen, Extreme Rules, da hat er verdammt viel noch Fett noch gehabt. Also hat er noch nicht richtig abbauen können, wahrscheinlich aus seiner Zeit. Beziehungsweise er hat mit dem Muskelaufbau noch nicht richtig beginnen können. Eben aufgrund seiner Darmerkrankung. Und beim SummerSlam war das ja auch noch nicht großartig fortgeschritten. Man hat allerdings schon gesehen, dass da ein Aufschwung zu verzeichnen ist, was den Körper angeht. Und ich glaube, jetzt sind die Körperproportionen auch so weit ausgefüllt, dass Lesnar wirklich in der Lage ist, mal wieder ein richtig großes Match zu zeigen. Und ich hoffe, dass Lesnar sich nicht auf seinen MMA-Stil beschränkt, sondern auch mal wieder ein paar Wrestling-Moves raushaut. German Suplex, Belly-to-Belly oder irgendwas. Hast du einen Match-Favoriten für die Stipulation? Ich würde glatt sagen, also MMA-Match kann ich ausschließen. Also das würde die WWE niemals machen. Gerade weil ja dann wieder der Vergleich da wäre zur UFC, und das will man anscheinend nicht. Ich würde sagen Three Stages of Hell, weil das verlangen die Fans. Also ich würde es allerdings nicht als Three Stages of Hell bezeichnen, sondern als Two Out of Three Falls mit speziellen Sonderregeln. Weil ich glaube nicht, dass der Name Three Stages of Hell in der PG-Era noch verwendet wird. Nee, also 2009 wurde ja, glaube ich, verwendet. Also es war ja auch schon PG-Era, da war es noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Weil jetzt ist ja die Marketingstrategie wirklich am Rotieren, und die läuft ja in allerhöchstem Gange. Und deswegen Three Stages of Hell, glaube ich nicht, dass man das nochmal verwenden würde. Obwohl Hell in a Cell natürlich eigentlich dasselbe bedeutet. Also wenn man das so betrachtet, dann ist das... Ja, da muss man mal schauen. Also ich freue mich richtig drauf. Ich finde, dadurch haben sie den Ganzen nochmal einen richtig guten Verdreher, so also einen richtig guten Twist gegeben, weil man sagen muss, jetzt ist es natürlich, also das macht es halt einfach interessant, und jetzt will auch jeder endlich, dass Triple H diesen Vertrag unterzeichnet. Er wird ja wahrscheinlich sowas wie der Masche sagen, boah, ich kann es mit euch immer aufnehmen, ich kann es mit dir immer aufnehmen, mir ist das völlig wurscht, in was für einem Match, und dann kommt bestimmt, oder hoffe ich, kommt irgendeine Überraschung oder was richtig Gutes einfach. Ja, was ich aber besonders gut finde dieses Mal, ist ja, dass man hier eine richtige Story diesmal aufbaut. Also damals mit Paul Heyman war es ja immer so, dass er mal rauskam, Lesnar tritt nicht auf, und dann stand er mal wie ein Feigling da, und diesmal ist es wirklich so, dass Lesnar sagt, ich trete an, aber nur unter der Bedingung mit Stipulation, und das macht die Story doch irgendwie glaubwürdiger und härter und irgendwie auch besser. Ich habe auch ehrlich gesagt am Anfang nicht geglaubt, dass Heyman sagt, and his answer is, und dann habe ich hundertprozentig no, aber dann kommt yes. Und dann war, wenn er no gesagt hätte, wär's das Lowlight der Show gewesen, oder der Lowlight. Ja. Absolut. Ja. Muss man so stehen lassen. Und weil du vorher, das muss ich noch kurz erwähnen, weil du vorher gesagt hast, von wegen Marketingstrategien der WWE, ja, fragt mich natürlich das Chris Jericho Wade Barrett Miss Segment. Es war ja Wahnsinn, oder? Es war wahnsinnig. Also ich glaube, man kann mit Hug und Recht behaupten, dass es das beste Segment der gesamten Raw-Geschichte war. Spaß beiseite jetzt mal. Ich bin total fassungslos immer noch, muss ich echt sagen. Positiv oder negativ? Jetzt habe ich dich so weit verwirrt, dass du nicht mehr sicher bist, gell? Nee, ich muss, also die hypen halt ihre Filme erstmal. Ja, finde ich auch schon mal gut. Kommen dann irgendwie, also Jericho ist ja, also entweder der nimmt vorher was, oder das ist ja echt Wahnsinn. Also das siehst du mal, wie facettenreich der Jericho ist.
Also ja, in seiner Heel-Zeit total ernst und seriös. Und da, das ist er echt. Also wirklich. Ja, der hat irgendwie den Jerrytron in sich gehabt, ne? Der hat keinen Monitor gebraucht, der war er selber. Wahnsinn. Das hat er echt richtig gut gemacht. Und ja, die Kommentatoren haben halt das Segment mega zerrissen. Haben ja immer wieder zwischengeredet und wie schlecht und Werbung und Umschalten. Was ich völliger Blödsinn fand, persönlich. Weiß nicht, wie du das siehst. Und ja, kann man schon so sagen, ja. Also ich weiß nicht, also wenn man sich selber schon so schlecht, also weil so schlecht war das Segment jetzt auch nicht. Der Anfang war halt echt schrecklich. Mit den Film-Previews muss halt sein. Matze würde jetzt sagen, irgendwo, er muss erst Geld kommen. Oder irgendwie, irgend sowas wieder sagen. Gott hab ihn nee. Aber übrigens, wenn wir jetzt schon bei der ganzen Sache sind, ne, mit Geld und Budget und so weiter, Jericho hat ja auch gemeint, es habe Budgetkürzungen gegeben. Und ich glaube, das entspricht auch der Wahrheit, denn seit wann wird denn das Pyro weggelassen bei Raw? Könnte ich gar nicht sagen. Vielleicht nimmt man jetzt auch einfach, man will das einfach auch nicht mehr mit den Monitoren und so. Man macht ja bei Mist TV auch keine Monitore mehr, ne? Also man benutzt keine Monitoren mehr. Macht ja einfach nur dieses M-Logo von oben, was von der Decke runterhängt. Ja, wäre mal interessant, vielleicht ist es auch zu aufwendig oder vielleicht halten sie es nicht mehr für sinnvoll, keine Ahnung. Wie ist Icke nicht? Ja, schreiben wir mal voran in dem Segment, also Deadman Down und The Marine 3. Kann man ja ganz, ganz kurz mal drauf eingehen, wie die Filme heißen. Also es war ja so, Sheamus hat ja vor 2 Wochen mal einen kurzen Ausschnitt gezeigt von Deadman Down. Und da hatte man gedacht, Wade Barrett ist einfach nur der herausragende Rückbanksitzer am Auto. Und das ist seine einzige Komparsenrolle, die er da spielt. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ja wie auch, aber ich glaube, dass er da doch schon noch eine kleine, größere Rolle hat. Ich sage extra kleine, größere, weil so groß ist die Rolle nicht und so hat, klein hat, ist die hat Rolle. Hat doch Jericho dann auch irgendwie gesagt, oder Miss, ja, warst du jetzt da dabei oder hat man dich jetzt gesehen? Also so groß kann es wahrscheinlich dann gar nicht sein. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit Jericho und Barrett schon länger geplant war, weil kannst du dich noch dran erinnern, im Januar oder wann das war, Februar, man wollte doch damals hier über WWE Active das Match entscheiden lassen, hier Punk gegen Orton, Punk gegen Jericho und da hat man doch Jericho ausgewählt. Und eigentlich war doch Jericho gegen Barrett geplant. Ja. Meinst du nicht, dass man damals schon die Story aufbauen wollte, aber es einfach noch nicht geschafft hat bis jetzt? Ja, also ganz ehrlich, wenn man es dann bis jetzt nicht geschafft hat, dann weiß ich auch nicht. Also zwischenzeitlich war dann noch diese Bo Dallas-Geschichte. Ja. Die man ja dann wieder fallen hat lassen. Also ich glaube jetzt persönlich mal nicht, dass das damit zu tun hatte. Ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwie der Jericho, ich weiß nicht, warum der jetzt da war. Also ich glaube, die größte Sensation war eigentlich, dass er beim Rumble wieder da war. Aber seitdem war ja eigentlich nie wieder wirklich was mit Jericho. Ja, finde ich aber eigentlich auch schade, ne? Weil Jericho ist sicherlich auch nicht mehr so oft da. Und man muss den ja jetzt nicht unbedingt in so einem Match hier versauern lassen. Also, wenn es gegen Barrett geht bei WrestleMania, dann bin ich zufriedengestellt. Ja, aber Mist ist da auch noch drin, glaube ich. Also so vom Gefühl her. Und ja, dann wird es ein kürzeres Match, so 10 Minuten und Barrett behält den Titel und fertig. Natürlich jetzt meine Frage. Es gibt im Internet viele Gerüchte, bezüglich Jericho gegen Fandango. Also, ich bin ja ehrlich gesagt dagegen. Weil Fandango hat noch nicht ein einziges Match gehabt. Der soll jetzt sein Gimmick erstmal aufbauen und jetzt noch nicht in so ein großes Match stecken mit Jericho. Das würde keinen Sinn ergeben, finde ich. Ich finde, es gibt halt, also er könnte ihn zwar super hochziehen ja dadurch, aber ob man, naja, also es ist immer möglich und richtig schlecht würde ich jetzt persönlich auch nicht finden. Dann hat der eigentlich Jericho noch überhaupt einen Sinn. Also jetzt direkt mal meine Frage. Wie findest du denn Johnny Curtis im Ring? Also Fandango. Ich habe ihn ja noch nie im Match gesehen. Echt nicht? Nee, ich habe noch nie ein Match von dem gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war gegen Brodus Clay. Wo er geswashed wurde, ja.
Genau. Nee, es ist, also ich kann mir relativ gut vorstellen, oder das Einzige, wie das noch aufgebaut werden könnte, was ich eigentlich ganz witzig, nächste Woche kommt halt wieder raus und dann kommt halt Jericho oder Jericho ist im Ring und dann schreit er irgendwie so Fandango! Irgendwie so in Jericho. So, wie haben wir mal. Und dann kommt es irgendwie zum Match oder doch zum Brawl und dann könntest du daraus vielleicht noch was entwickeln. Und ich meine ganz ehrlich, was ist ein besserer Push, als in deinem ersten Match bei WrestleMania gegen Jericho zu gewinnen? Also Fandango besser. Had stolen my Jerrytron. Fast besser, dann, also drüber steht dann, glaube ich, nur noch, dass du Cena Rock im Main Event ausschaltest und bei WrestleMania posierst, wie es auf Air geht. Aber ja, das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Ach übrigens, wenn wir jetzt schon bei Cena Rock sind, es wurde ja eine Promo eingespielt und die war wahnsinnig gut. Das war diese Cena-Promo, oder? Genau, das war dieses Preview-Video für WrestleMania. Das hat sich ja hauptsächlich auf John Cenas Jahr konzentriert mit der Scheidung und so weiter. Und die fand ich ja richtig gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Lied heißt. Ich glaube, von Civil Twilight, Letters from the Sky. Das hat man ja 2009 bei dieser Breaking Rights-Promo gegen Orton schon mal verwendet von Cena. Und jetzt haben wir das nochmal verwendet und das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist so stark. Also für mich war das, glaube ich, die stärkste Promo seit hier End of an Era letztes Jahr. Also die waren nicht richtig gut. Aber schön war doch mal, dass die beiden nicht da waren. Also ich finde nicht... Also man hat es nicht bemerkt, ne? Man hat's genau, würde ich jetzt auch sagen. Dadurch, dass natürlich auch der Undertaker und Punk jetzt den großen Rahmen hatten, was auch richtig so war, weil da muss die Story oder hat die Story vorwärts gehen müssen und ich finde, Cena Rock hat eigentlich eh keine wirkliche Story und deswegen müssen die für mich auch nicht wirklich anwesend sein. Außerdem das soll dann, auch lieber, soll dann lieber die Sache auf Lesnar und Undertaker Punk ruhen. Das finde ich aber auch gut, dass man hier keine andere Story diesmal in den Fokus gestellt hat, weil Paul Bearer schließlich gestorben. Da hat man sich jetzt halt nur auf die eine große Story konzentriert. Also das mit Lesnar, das war ja einfach nur ein kurzes Segment, ein kurzer Beatdown. Da wurde ja jetzt nichts großartig vorangetrieben. Abgesehen, dass das Match einfach diese Herausforderung ausgesprochen wurde und Cena Rock waren eben nicht anwesend und ich glaube, das ist eigentlich soweit ganz gut. Was man vielleicht auch noch sagen könnte, wenn wir schon bei dem Thema John Cena und The Rock sind. Cena hat ein neues Shirt angehabt, Dark Match nach Raw und ich habe es mittlerweile auch sehen können, es ist ein gelbes Shirt, gleiche Aufschrift wie das grüne, nur in gelb. Wie das blaue, meine ich, dieses dunkelblaue. Aber halt nur in blau. In gelb. Meine Güte, was ist mit mir los hier? Aber gelb-blau, was, meine Güte. Ja, also blau und gelb sind aber auch schwer unterscheidbar, ne? Also, das ist ziemlich schwierig. Auch echt, ja, also ich habe da auch immer Probleme, ja. Ich habe auch immer Probleme bei der Ampelfarbe. Ob das jetzt rot oder grün ist, mein Gott. Und ja, die Polizei versteht das immer nicht, dass ich da manchmal einfach so ein bisschen eine kleine Farbschwäche habe. Ja, man denkt da halt immer, man hat immer die Assoziation, wenn rot kommt, Kane, gelb, Cena und grün, wieder Cena. Ja, und dann fährt man automatisch nicht los, weil man so schockiert ist. Das ist das Problem. Gut, noch irgendwas Relevantes bei Raw? Fällt dir was ein? Was war noch relevant? Sin Cara hatte ein Match. Ja, und es war echt richtig gut, muss ich sagen. Endlich Wahnsinn. Mal wieder. 1:50 ging das Ganze übrigens. Es war gegen Jack Swagger. Und Jack Swagger hat ihn besiegt mit Patriot Lock. Und es ging natürlich wieder nur darum, dass man die Migranten-Story wieder vorantreiben will. Mit Del Rio hat er sich wieder mit dem Mexikaner lustig gemacht. Und Del Rio hat dann auch noch den Save gemacht für Sin Cara am Ende gegen Swagger. Ja, also das Match hat eigentlich einen guten Aufbau. Also das ist ein bisschen, sagen wir mal, unter der, sagen wir mal, wie soll ich das beschreiben? Die wird ein bisschen unter der, die Öffentlichkeit soll nicht so viel damit in Verbindung gebracht werden, aber man merkt doch schon, dass die Fehde unterschwellig weiterhin vorangetrieben wird. Und das ist das Gute an der Fehde. Also die wird konsequent weiterhin aufgebaut. Da wird nicht irgendwie mal ein Schlussstrich gezogen, mal für ein paar Wochen, sondern die wird immer weiter aufgebaut und das ist wahrscheinlich auch die am besten strukturierte Fehde auf dem Weg zu WrestleMania. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, Jack Swagger hat halt da einfach Glück gehabt, dass genau dieser Fakt genau, ja. Zugetroffen ist.
Ja, ich finde es jetzt auch ziemlich ungerecht, ne? Weil Jimmy Uso zum Beispiel, der muss jetzt da richtig kämpfen. Der wird wahrscheinlich jetzt auch entlassen. Zumindest sollen das jetzt wieder die Pläne sein, beziehungsweise Suspendierung und so weiter. Und Smacker hat da gar keine Konsequenzen zu befürchten. Du, aber so ist das Leben. Ich glaube, Cristiano Ronaldo darf noch so viele Freistöße drüber schießen, er darf den nächsten auch wieder schießen. Ja, das okay, stimmt. Schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich auch sagen will. Ja, das entscheidende Tor hat er ja auch gemacht gegen Manchester United im Viertelfinale. Ja, war ehrlich gesagt, es war aber verdient, finde ich. Ja, bla. Manu hat die erste Hälfte dominiert. Da rede ich gar nicht drüber, über Fußball und Real Madrid. Storki, halt die Klappe. Da rede ich gar nicht drüber. Dann würde ich mal persönlich sagen, gehen wir doch mal zu NXT und Main Event, dass wir die kleinen Sendungen mal so ein bisschen zwischenpacken. Und ich hatte die Woche mal schon mit Matze geredet. NXT Taping der Folge war übrigens am 21.02. und wurde jetzt am 14.03. ausgestrahlt. Und Matze hat mir gesagt, besonders gut hat ihm gefallen, dass William Regal wieder aktiv dabei ist. Hat ja den Save für Bateman gemacht gegen Cassius Ohno. Also Cassius Ohno gegen William Regal, vielleicht eine mögliche Fehde. Hört sich sehr gut an. Also gerade auf dem In-Ring-Niveau, also ist das Höchstklasse, das Spitzenklasse, und das könnte eigentlich auch im WWE-Programm stehen, oder beziehungsweise muss im WWE-Hauptprogramm stehen, aber man baut Cassius Ohno halt eben noch im Development Territory auf, also hier mit NXT und so weiter, und ja, Der kann halt auch richtig gute Matches mit Regal zeigen. Das ist halt einfach, ich glaube, dass die da eine ziemlich gute Chemie und dadurch auch ziemlich gute Matches hinbekommen werden. Ja, man hat es ja schon gesehen, der Indie-Scene zusammen mit Claudio Castagnoli, dem heutigen US-Champion Antonio Cesaro. Also die waren jetzt Tag-Team aktiv als die Kings of Wrestling und die waren verdammt stark, muss man nur einfach so sagen. Und das ist auch einfach gerecht, dass der Mann jetzt hier in der WWE steht, dass der jetzt hier diesen Status erlangt hat. Klar, man kann jetzt wieder sagen, den hätte man ins Shield verbrachten müssen anstatt von Roman Reigns. Hätte mir persönlich eigentlich auch besser gefallen zu Beginn. Jetzt bin ich mit der Konstellation eigentlich ganz zufrieden, dass Roman Reigns da mit dabei ist, weil das ist so ein bisschen der Prügelknabe, der harte Kerl, und das passt dann schon ganz gut zusammen. Na gut, dann ansonsten, was genau definitiv noch auszusagen ist, Alberto Del Rio war anwesend, hat so ein bisschen face-mäßig verkündet, wie toll und super alles ist. Und dann gab es noch das Match Cesaro gegen Big E Langston. Wie gefällt dir eigentlich im Moment Bray Wyatt? Also muss Bray Wyatt, soll der für dich hoch oder soll der noch ein bisschen in NXT bleiben? Also kann ich ganz, ganz kurz und schmerzlos sagen, der muss hoch. Also absolut. Ich meine, er hat natürlich immer noch ein bisschen den Ruf des Husky Harris, weil er ja früher das Gimmick hatte, da hat er keinen überzeugt im Rahmen der Nexus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Rangordnung da eben noch besagt, innerhalb der offiziellen oder unterhalb der offiziellen, dass man sich da eben sagt, ach ja, das war doch der Typ, der damals Husky Harris war. So stark ist er nicht, den braucht man hier erstmal nicht. Und das wird wahrscheinlich da auch berücksichtigt, bei der ganzen Sache, dass man den da einfach nicht noch nicht in den Roster geholt hat. Aber ich denke schon, dass das früher oder später passiert. Doch es entspricht ja auch einer entsprechenden Symbolik, wenn Bo Dallas schon zuvor Main Roster stand als Bray Wyatt. Also merkt man schon, dass die Bray Wyatt so ein bisschen in der Hand der Offiziellen ein bisschen gesunken ist. Aber ich denke schon, dass der früher oder später seine Chance bekommen wird. Also vom Charakter her ist das ja einmalig, die ganze Sache. Dann noch mit Luke Harper und Eric Rowan, das passt richtig gut zusammen. Also die Wyatt Family, also generell die gesamte Wyatt Family muss in die WWE Hauptshows. Das würde dermaßen gut passen, muss einfach sein. Ja, kann ich so unterstreichen. Main Event hast du gesehen? Main Event habe ich mir die Clips angeschaut auf YouTube. Also ich kann mich diesbezüglich ein bisschen äußern. Natürlich.
Es gab am Anfang erstmal direkt wieder eine Promo durch den World Heavyweight Champion Alberto Del Rio. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Fakt, die Fehde wird weiterhin vorangetrieben. Selbst der Main Event finde ich richtig gut. Wenn man sich die restlichen Match-Ansetzungen da allerdings anguckt, wir hatten ja, können wir ja insgesamt mal betrachten, wir hatten ja die Usos gegen 3MB in der Form von Drew McIntyre und Heath Slater in einem Tag-Team-Match. Und wir hatten den Main-Event zwischen Wade Barrett und Justin Gabriel. Wenn man sich die Matches jetzt so anhört, klingt es eher nach Superstar-Niveau. Einzig und allein das erste Match zwischen The Big Show und Alberto Del Rio, das wieder mal aus der Geschichte aus mit Jack Swagger und Alberto Del Rio resultiert ist, endete durch Countout, nachdem Jack Swagger Del Rio außerhalb des Ringes wieder mal vermöbelt hat. Dadurch konnte Del Rio nicht so schnell wie möglich innerhalb von 10 Sekunden in den Ring zurückkommen. Und 6 Minuten und 52 Sekunden sind für mich auch verdammt kurz. Also insgesamt beträgt die Matchzeit hier gerundet, also wenn man das jetzt gerundet betrachtet, insgesamt gerade mal 14 Minuten. Und das ist verdammt wenig bei einer 45-minütigen Sendung. Der Rest wurde ein bisschen ausgeschmückt, natürlich mit einer großen Promo und mit Vignetten. Also Rückblicken, Rebounds und so. Und das finde ich irgendwie nicht so gut. Weil es verkommt wieder Superstar-Niveau, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber das, also, sagen wir mal, so ein bisschen klar, finde ich, oder mir war es schon ein bisschen klar, dass das irgendwann doch oder so in die Richtung schon geht, oder? Findest du nicht? Also, irgendwie muss es ja so ein bisschen. Ja. Jeff, sag was. Es ist schwierig, muss man auf jeden Fall sagen, denn die Erwartungshaltung kann ja immer nicht weiterhin so gehalten werden. Das ist verdammt schwierig, weil einige Superstars sind jetzt auch wieder ausgelaugt. Jetzt sind wir auf dem Weg zu WrestleMania. Einige sagen sich dann auch, oh nee, wir müssen unsere Kraft aufsparen für Raw. Wir sind nicht so fit, gerade in CM Punk. Der kann nicht beim Main Event ran, aktuell in der Verfassung. Das geht auch nicht. Orton und Sheamus denke ich auch nicht, weil die sind dermaßen präsent in den Shows am Match für Match für Match. Und die muss man jetzt einfach schonen. Deswegen sagt man sich, Del Rio hier Countout ist nicht so anspruchsvoll, das Ende. Dadurch kann man die Fehde weiterhin aufbauen. Und deswegen hat man vielleicht auch noch ein großes Match auf die Karte gestellt. Man muss natürlich, auch wenn man noch die Show Superstars hat, aber die schaut ja halt keiner mehr, deswegen muss man das Medien, dem Fokus der Medien immer wieder, oder der Fans, auf Main Event richten. Und deswegen lässt man da die Usos zum Beispiel antreten, 3MB, weil die müssen ja auch noch ein bisschen gepusht werden. Weil Superstars kriegen die ja diese Aufmerksamkeit gar nicht. Wir können ja auch mal gucken, was diese Woche bei Superstars anstand, denn da gab es 2 Singles-Matches zwischen R-Truth und Michael McGillicuddy und zwischen Zack Ryder und JTG. Also R-Truth gegen Michael McGillicuddy könnte man auch beim Main Event bringen. Die sind allerdings nicht so präsent in den Shows, deswegen wird das dann wieder nicht passen. Aber ja, schon die restlichen Matches. Das war halt für mich auch so ein größerer Kritikpunkt über das Main Event, warum man halt jetzt einfach nochmal eine Show reinpackt, wo man nochmal die Erwartungen setzt, dass da halt Leute, die in den anderen Shows eh schon präsent sind, nochmal zusätzlich Matches bestreiten, da ja auch mal gesagt wurde, da wird die Story auch so ein bisschen vorangetrieben, muss ich schon sagen, ob das jetzt insgesamt so gelungen und sinnvoll war, da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Ja. Gut. Also, ja, ich kann ja auch nochmal die Situation vergleichen mit den Jahren 2005, 2006 und so weiter. Da hat man doch auch keine zweite Show gebraucht. Genauso 2003, das waren so ein bisschen die goldenen Zeiten des Wrestlings. Da hatte man halt noch Heat am Sonntag vor dem Pay-Per-View, war klasse eingeteilt. Man hatte Raw am Montag, SmackDown am Donnerstag damals noch. Und ich vermisse einfach diese Einteilung. Guck mal, du merkst da auch hier bei uns, ne? Und jetzt spreche ich wirklich wahrscheinlich jedem Wrestling-Fan aus der Seele. Denn es ist doch verdammt schwierig, die ganzen Shows zu gucken. Das schafft ja, man doch gar nicht mehr. Ja, das ist auch, manchmal ruderst du einfach, weil wo sollst du das alles noch reinpacken, ne? Wenn du anständiger junger Bub oder ein anständiger älterer Herr bist, das mittendrin gibt's nicht, du bist entweder alt oder jung, auf jeden Fall, dann packst du das halt einfach manchmal gar nicht, wenn du jetzt, sagen wir mal, in die Arbeit musst oder in die Uni oder in die Schule oder weiß Gott was, das alles noch zu gucken. Das ist natürlich teilweise wirklich schon eine Reizüberflutung, was da stattfindet. Das wäre ja wie, als würde ich nicht nur die Bundesliga schauen, sondern würde die englische Liga, die französische Liga, die italienische Liga auch noch mitschauen. Also das ist ja wie, wenn du WWE, TNA und Ring of Honor und so weiter alles guckst. Ja, oder anderer Vergleich, du schaust gleichzeitig noch zweite Liga, dritte Liga und Regionalliga an.
Und dann auch noch irgendeine ausländische Liga. Und ich glaube, das würde die Nerven auch genug strapazieren. Ja, genau. Also das muss man, also ich bin jetzt persönlich eher nicht so der Fan von Main Event selbst. Ich schaue auch ehrlich gesagt nicht regelmäßig das Ganze an und ja, muss jeder selber wissen. Genau. Machen wir weiter. Weiter mit SmackDown. SmackDown. Ja, SmackDown. Mann, also ich persönlich muss sagen, Mann, war das unrelevant. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Aber so richtig was vorwärts gegangen ist ja in dieser kompletten SmackDown-Sendung eigentlich nicht wirklich. Ja, teilweise war es wirklich irrelevant, muss ich dir zustimmen, weil man hatte ja das erste Match alleine, Rhodes Scholars gegen Randy Orton und Sheamus. Also da werden die Rhodes Scholars wieder verfüttert. Fragt man sich, warum gibt's dieses Tag-Team wieder, wenn die nur verlieren? Das ist Schwachsinn. Das ist wirklich schwachsinnig. Also wenn man die nochmal zurückbringt, dann sollte man die auch pushen und nicht immer nur einspringen lassen, wenn man Tag-Team verlieren soll. Also das ist wirklich Schwachsinn. Finde ich nicht besonders gut. Ja, können wir direkt mal alle Matches hier Revue passieren lassen. Denn ebenso wurde ja der dritte Partner bekannt gegeben von Orton und Sheamus. Das war Ryback. Es war Ryback. Es war nicht The Big Show, also ich habe jetzt auch extra so angefangen, weil einige haben ja wirklich vermutet, es wird The Big Show. Jetzt meine Frage, was macht man mit Big Show bei WrestleMania? Bei Ryback hat man doch eine Fehde, man hat da vorgesorgt. Ja, so wird's auch laufen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ja, weil Big Show war ja dann noch sauer und so weiter, gehe ich jetzt davon aus, dass sich das schon noch regeln wird, dass Ryback entweder umgehauen wird von Big Show oder Big Show flieht mal wieder auf Clean, das macht er ja öfters mal gern, und dann wird es sich noch wechseln, also Ryback wird gegen Mark Henry gehen und du wirst Big Show, Orton und Sheamus gegen Shield haben, also gehe ich jetzt ganz stark davon aus. Ja, also jetzt das lässt man ja so auch Mark Henry wieder fallen, ne? Weil der hat jetzt kein Match für WrestleMania aktuell. Ja, der wird gegen Ryback sein. Da wird sich noch was ändern, denke ich. Ja, du hast doch auch nachher, hast du doch wieder, wie sie sich wieder duellieren, Ryback und Henry. Und da ist ja auch wieder Ryback dabei. Wie sich Ryback und Mark Henry, die duellieren sich ja immer, wer mehr packt. Und dann auch später hast du ja das Match. Und da attackiert ja wieder der Shield quasi Ryback. Und danach haut der Henry noch drauf. Also ich gehe mal davon aus, dass Mark Henry noch gegen Ryback gehen wird und The Shield gegen Big Show Orton und Sheamus. Es sind für mich so die Smackdown-Fäden, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber die würde ich, wenn es diese Roster-Trennung noch geben würde, würde ich die eher Smackdown zuordnen. Genau, also für die Roster-Trennung bin ich auch sehr. Also ich wünsche mir die inständig natürlich zurück, weil die goldenen Seiten damals mit Rosterverteilung waren einfach besser. Das macht doch nicht noch so ein Riesenfass auf, da kannst du ja ewig drüber diskutieren, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Problem ist halt auch, der Roster ist viel zu klein, ne? Und die großen Superstars wollen nur bei Raw ran, deswegen wäre ja SmackDown dann benachteiligt. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das würde, glaube ich, zu lang dauern. Aber es war eine gute Ausgabe von SmackDown. So schlecht war sie eigentlich nicht, also mit dem Main Event war ich zufrieden. Jack Swagger gegen Jericho, da wurde Swagger richtig gut dargestellt eigentlich und er war auch richtig in Ordnung im Main Event. Also so ein Match kann man das, wenn man das konsequent pusht, eigentlich auch als Ersatz für Del Rio nehmen bei WrestleMania. Hätte ich nichts dagegen gehabt, weil rein von der Technik her ist Jack Swagger ja sehr versiert, ebenso wie Chris Jericho, und die haben eigentlich auch eine gute Chemie. Diesbezüglich, ja, sie passen ganz gut zusammen. Sieger gegen Kane war auch in Ordnung. Du hast ja vorhin schon angesprochen, Team Heno, beiden verlieren diese Woche wieder. Das ist wie so eine Instanz, ne? Wenn der eine verliert, dann verliert der andere auch. Wie so eine Kombination. Aber wenigstens bleiben sie sich treu. Ach so, gut. Ich war nur eine Anspielung. War das nicht das Lied von den Toten Hosen? Nein, von den Fantastischen Vier. Ah ja. Übrigens, das müsst ihr unbedingt in der Scream-and-Shout-Version anhören. Das ist richtig gut. Ja, egal. Weiter geht's. Kane wurde ja auch diesmal niedergestreckt von Biggie Langston und Ziggler konnte das Ganze. Wie ist das eigentlich von den Rechten her? Also wenn ich jetzt ein Lied singe und ich singe so gut, dass es wie es echte klingt. Also jetzt geh mal davon aus, was ist dann eigentlich? Muss ich mal Matze fragen. Weißt du, wenn du jetzt quasi einfach so gut singst, dass es wie es Original klingt? Ja, gutes Beispiel. Also wenn du natürlich jetzt das machst wie Heino,
Ne? Aino hat ja auch einfach nicht nach den Rechten gefragt. Er hat ja auch hier so ein Album rausgebracht, verbotenes Album. Echt? Ja, und hat ja einfach Coversongs genommen. Die Ärzte hat er gecovert und alles. Und er hat nicht nach Erlaubnis gefragt. Er hat es einfach rausgebracht, hat es das verbotene Album genannt und hat jetzt auch schon einen Goldstatus erlangt. Also wenn du das coverst, kannst du das publizieren, wie du das möchtest. Du kannst das überall verkaufen, ist kein Problem. Du kannst sogar eine CD rausbringen, siehst ja, Aino. Interessant. Ja, müssen wir mal gucken. Können wir eine Best-of-CD machen? Wrestling Talk Radio sings the most interesting wrestling themes of all time. Yes. Leo ein Glück, dass wir Hornswoggle. Oder wir machen so eine Aktion, Leo singt WWEs Team-Songs. Dürfen dann die User oder... Ihr dürft euch dann die drei Lieblingstitel aussuchen und Leo muss sie dann so perfekt covern, dass man quasi den Unterschied zum Original gar nicht mehr kennt. Ja, ich bin gerade auch wieder ein bisschen niedergeschlagen, weil ich habe jetzt eine gute Idee, zum Beispiel, dass man jede Woche halt ein Segment macht. Einer, immer ein Ausgewählter vom Team, singt WWE-Themes. Drei Stück, vier Stück. Und es ist halt ein neues Segment. Macht man jetzt jede Woche. Da will ich den Jan hören. Ist echt eigentlich eine gute Idee, bloß jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. Ich will ja jetzt nichts großartig verändern, weil der Matze ist immer noch weg und wissen nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Ja, ich hoffe, da tut sich echt was. Also ich weiß jetzt zwar gerade überhaupt nicht, wo er ist. Wenn er uns zuhört, Matze, ich hab dich lieb, manchmal. Aber müssen wir schauen, wie das wirklich weitergeht. Allerbesten Genesungswünsche. Ja, hoffentlich kriegt er wenigstens Brot und Wasser. Obwohl, bei Aces und Aids eher Brot und Bier. Also von dem her. Dann soll es ihm ja gut gehen. Nein, Schmarrn. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Sonst war eigentlich relativ wenig bei SmackDown. Oder wenig. Was sagst du zu diesen Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez Promos? Sie Sepp Colter und Jack Swagger also ich find's schlecht, also kann ich gleich mal sagen. Ich find's auch nicht gut. Ich find's also, wirklich nicht lustig, also ich find's gezwungen versucht lustig zu sein. Ja, man versucht auch einfach hier Swagger und Colter zu imitieren, mehr macht man ja nicht. Also, ja, und versucht ein lustiges Thema zu nehmen, die einfach nicht lustig sind. Das ist schwachsinnig, also, find ich nicht gut. Nee, mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Gut. Ja, ne, gerade ich kann mal erklären, weil die sind von der Mimik und Gestik auch einfach nicht so gut wie Kota. Ja. Und deswegen bringt es ein Ricardo Rodriguez zum Beispiel auch gar nicht so gut rüber. Und das ist ja ein bisschen zum Leidwesen ausgerichtet. Na gut, die Fehde wird aber trotzdem weiterhin aufgebaut, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und das ist relativ positiv zu verwerten. Dann hast du ja noch das Gracely überraschenderweise Fandango nicht aussprechen konnte. Ja, dass ich mal wieder kein Match hatte. Ja, ist ein bisschen. Also, Craig Kelly kann aber auch so, ehrlich gesagt, glaube ich, kein Englisch. Also, der kann zwar Englisch, natürlich, der kann sich verständigen, aber wenn der redet, das klingt total undeutlich. Also, man hat es ja auch damals gesehen, no hand broken. Also, wenn man ihn hört, man versteht nichts. Also, es ist wahnsinnig schwierig. Ja, überlegt immer, was für einen Weg die ganze Luft darauf machen muss. Schon eine ganz schöne Strecke. Oh, tut mir ganz schön leid, ey. Mit denen. Also wenn der weiter in so einem Ring steht, irgendwann geht es nicht gut. Ehrlich. Also ja. Man merkt es doch auch jetzt schon, wie der humpelt, wenn der zum Ring geht. Also das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Du, aber solange man wieder Geld kriegt, macht man es halt, ha? Ja, natürlich. So ist es. Solange man Geld bekommt, macht man es. Wollte ich jetzt noch also wenn man heute hört, dass Great Khali 2007 mal World Champion war und ich habe die Phase ja miterlebt. Wahnsinn, ja. Damals gab es jede Woche gab es bei SmackDown am Ende einen Weißgrip gegen Batista, gegen Matt Hardy, gegen Ray. Das waren, glaube ich, für mich die langweiligsten SmackDown-Ausgaben aller Zeiten. Das kann ich mich jetzt noch erinnern. Ich finde auch, also dass deren Run, also das kann man eigentlich, kann man sich, finde ich, wenn man ihn auch jetzt sich anschaut, irgendwie gar nicht mehr vorstellen, finde ich. Naja, machen wir weiter. So, ja. Jetzt, ich weiß zum Beispiel aus Erfahrung vom Tobi zum Beispiel, dass jetzt Tobis absolutes Highlight kommt. Ich meine, ganz ehrlich, was gibt's Besseres als 3 Minuten 16 geballte Scheiße?
als nächstes. Und das auch noch am 16.3. Was? Und das auch noch am 16.3. Nach amerikanischer Sorry to interrupt you two. Oh wait, I'm not sorry. Aces and Eights are not sorry for anything. We rule TNA, and now we rule the Wrestling Talk Radio. I now have the honor and the privilege to lead into the best segment here in the Wrestling Talk Radio podcast. It's Storky's 316. Why is it the best? Because the guy knows who to follow, who to support. Us, the Aces and Eights. And the man, Storky, knows it. So he's a man we proudly support. Understand? And now, enjoy this segment. And you other guys doing the show tonight, get better or else. Ja, Leute, was soll ich sagen? Aces and Eights haben auch mein Segment übernommen. Aber sie sind halt die beste Gruppierung, die beste Vereinigung, die es seit Jahren NWO... NWO. Okay, dafür werde ich wahrscheinlich gekidnappt oder so, wie Joseph Park. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich die beste Gruppierung seit Jahren, die wir kennen im Wrestling. Sie haben bei Lockdown ihr endgültiges... den endgültigen Oberpunkt erwischt, also das endgültige Hoch erwischt, den sie kriegen konnten. Dadurch, dass jetzt unser Präsident Bully Ray ist und er World Heavyweight Champion ist. Bei Impact am Donnerstag konnte man tatsächlich ja auch sehen, keine Chance gegen Sting, oder Sting hat keine Chance gegen die, meine ich. Kein Jeff Hardy, keiner. Ist das okay, so was ich sage? Ist das gut? Ist gut, ne? Kein Sting, kein Jeff Hardy, kein Hulk Hogan, keiner hat eine Chance gegen die Aces and Eights. Ja, Leute, ich weiß, es sind 3 Minuten 16 jetzt, die ich hier bequatschen muss. Und Leute, glaubt einfach daran. Ändert eure Profilbilder auf Facebook, auf Twitter. Ändert eure Profilbilder dort überall, wie ihr es könnt, wo ihr es könnt. Steigt einfach auf diesen Zug auf. Ihr müsst es einfach. Steigt einfach auf diesen Zug der Aces and Eights auf. Und glaubt mir, Leute, es ist ein Muss. Ich tue das hier nicht jetzt umsonst. Also diese Woche, ich hätte echt mir anderes gewünscht, aber ich muss es machen. Ist okay so, ne? Muss ich noch was sagen? Ja? Aces and Eights at Impact Wrestling at the Aces and 8S, also Eights. Folgt auch at Storky316. Ist auch Aces and Eights mittlerweile drüber geflogen. Danke, dass ihr so zahlreich gewotet habt für den Superstar der Woche. Es ist ja ein Aces and Eights Mitglied. Und Leute, glaubt immer an die Aces and Eights. Und das waren dann auch schon die 3 Minuten 16 für diese Woche. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, nächste Woche ist ein bisschen entspannter. Ich bedanke mich. Sage bis zur nächsten Woche. Chaka, Wrestling Talk Radio. Adios. Ah,
So, Lenny, ich bin wieder von der Toilette da. Storki war sicherlich extrem spannend. Hast du gehört? Was hast du gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Achso, ja, ja, gut. gut, wir machen dann einfach mal weiter mit Wrestling Talk Radio Ausgabe. Welche Ausgabe? Die Ausgabe 9, 10? Nee, 11. 11. 11, 11 war's, ja. Und wie heißt sie gleich wieder? Dead Man's. Okay, du kannst dir immerhin 50% merken. Aber es ist echt toll, dass man Teammitglieder hat, die sich Sachen nicht merken. Und ja, ich glaub, das stimmt allerdings, ne? Mit also, Matze noch mal ein bisschen auch über die Besetzung reden, wenn du wieder da bist. Ja. Na gut, dann sind wir bei TNA Impact Wrestling angekommen. Hast du Lockdown gesehen? Ich habe Lockdown, beziehungsweise ich wollte es angucken, bloß dann gab es eine Überraschung. Nach dem dritten Match stürzte mein Laptop ab. Ich habe das ja geschrieben. Ach ja, stimmt, stimmt. Genau, ja. Ich habe das über Facebook geschrieben. Ich habe 3 Matches geguckt nach dem Diven-Titel-Match auf dem Weg zum Ring von Robbie E. oder so, glaube ich. Ist mein Laptop ausgegangen und mein Skype ging nicht mehr. Mein Chrome ging nicht mehr, mein Mozilla Firefox ging nicht mehr. Es ging nichts mehr. Es war der Wahnsinn. Ich habe den dann zur Reparatur geschickt und habe ihn dann wiedergekriegt am Mittwoch mit der Begründung, dass viele Viren drauf waren. Und ich rätsel immer noch. Ja, Viren. Ja, ja, ja. Klar. Waren es die Aces und AIDS? Oder du warst einfach mal wieder zu viel auf deinen XNXX und YouPorn-Seiten unterwegs. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden, was wahrscheinlicher ist. I must ask you a question. What? Achso, du wolltest nur den Catchphrase verwenden. Du hattest theoretisch gar keine Frage. God, property of my laptop. I'm shocked. I'm absolutely shocked. I cannot speak English. I only speak a little bit English. Okay. Lockdown auf jeden Fall den Roundtable von uns anhören. Dabei war da noch der Matze, der ja hoffentlich auch demnächst wieder dabei sein wird. Der Frankie, für mich ein absolutes Urgestein der Wrestling Talk Radio Voice vs. Brain Geschichte. Habt ihr auch schon mal die Ehre, mit ihm zu reden? Also, der Kerl ist echt super. Und dann noch unser anderes Teammitglied, der Sven. Definitiv anhören, lohnt sich. Fand persönlich Lockdown auch richtig gut. Also mit, der Podcast also, war herausragend. Ich muss auch echt sagen, dass man, was WWE oft nicht schafft, hat man hier mal geschafft, dass man nämlich auf eine richtig gute Lockdown, so eine richtig gute Show, dass man dann auch eine gute, gutes Impact Wrestling auf die Beine stellt. Also mir hat die Show richtig gut gefallen. Also Lockdown, wenn ich jetzt den Main Event betrachte, Bully Ray gegen Jeff Hardy. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, hier irgendwas zu erwähnen. Ja, die Aces und AIDS sind einfach die beste Gruppierung aller Zeiten. Ja. Also liefe ja. Lockdown-Match haben sie ja auch gewonnen. Wes Briscoe hat gewonnen. Eigentlich haben die ja den ganzen Abend über gewonnen. Ne? Die haben den X-Division-Title gewonnen. Warte mal, ich krieg gerade eine Regieanweisung. Warte mal. A moment of silence. Leo, red du besser weiter. Ich hab zu viel Angst jetzt. Nee, mach lieber. Ich muss ja auch zur Folge an sich sagen, dass im Main Event, wenn man das so richtig sieht, natürlich auch die Aces und AIDS souverän die Oberhand behalten haben. Ja. Also, sie sind halt einfach stark. Also, du musst halt echt sagen, die Aces und AIDS sind halt einfach stark. Aber ja, man sieht das ja auch, ne, mit den Heel-Reaktionen und so. Oh, jetzt hab ich wieder was gesagt. Du darfst, Lenny, du musst jetzt mal, wir müssen hier, die eine Sache ist natürlich, dass wir den Matze schützen müssen und Aces und AIDS sowieso die besten aller Zeiten sind, aber wir haben natürlich auch eine Pflicht, als Podcaster nachzugehen und drum müssen wir jetzt mal die Show nach formalen Gesichtspunkten analysieren, würde ich sagen. Okay, warte noch mal ganz, ganz kurz durchatmen. So, los geht's. Sind wir wieder bereit? Wir sind wieder bereit. Jetzt müsste es wieder aufwärts gehen, glaube ich. Du bist so also,
Genau, es war wie folgt, denn der neue TNA World Heavyweight Champion Bully Ray bekam die erste große Bühne und er kam natürlich mit den Aces and Eights zum Ring, den Assen und Achten, und ich finde es unglaublich, welch große Heel-Reaktion dieses Team erfährt. Also wir hatten ja davor, vor dem Podcast, schon darüber gesprochen, also mit dir habe ich schon darüber gesprochen, und da hatten wir die Sache ja so analysiert, dass das eben schon initiiert war, irgendwie im Voraus geplant, dass da irgendwelche Südfrüchte in den Ring geflogen sind bei Lockdown. Keine Ahnung. Denkst du denn, dass das geplant war? Also ich würde sagen, nein. Also TNA streitet es ja auch ab. Also ich persönlich würde sagen, nein, so vom Gefühl raus. Aber man kann es halt nicht wissen. Und du musst ja auch sagen, jetzt bei Impact war es ja wieder so weit, dass er ein Fan Bully mal richtig schön eine ins Gesicht mitgeben wollte. Also kann man sich ja auch das Internet, das Video auf YouTube ansehen. Also ich finde schon, dass, also sie machen eigentlich ihren Job richtig gut. Das sieht man ja genau, wenn solche Reaktionen entstehen, jetzt gegenüber Bully auch, dass da einfach die Sache richtig gemacht wird. Trotzdem muss ich im Umkehrschluss sagen, dass man im Booking, also bezüglich Aces and Eights, doch schon viele Fehler gemacht hat. Ja, du hast insgesamt viele Fehler gemacht, aber es funktioniert doch immer noch extrem gut. Also bei The Shield hat man mehr richtig gemacht als bei den Aces and Eights. Und ja, zwar, gut, aber The Shield ist ja eher noch am Anfang. Also, oder ich weiß nicht, The Shield hatte ja noch nicht so viel Action, wie jetzt unbedingt die Aces and Eights hat. Ja, aber das ist doch ein Armutszeugnis, wenn du sagst, die hatten noch nicht so viel Action wie die Aces und Eights. Normalerweise muss es doch so sein, dass die Aces und Eights dominieren und eher eine kürzere Action bevorzugen. Sondern richtig dominieren, kurze Matchzeiten, und normalerweise müsste The Shield sogar noch ein bisschen mehr haben als die Aces und Eights. Gerade weil die doch in dieser großen Vielfalt auftreten. Normalerweise müssten die im ersten halben Jahr erst einmal ein paar Gesichter näher bekannt geben, wer da wirklich mit dabei ist. Das hat man gar nicht gemacht. Man hat so wenig. Das waren zwei Mann oder so. Ja? Ja, da muss man auch sagen, dass das auch, und dann auf einmal hat man Panik bekommen und hat fast jede Woche eingezeigt, aber das ist halt, mein Gott. Ja, das ist halt noch wieder abruptes Booking irgendwie. Ja, aber wenn du alles perfekt machen würdest, dann hätte TNA jede Woche 300.000 Zuschauer in der Halle. Okay, so große gibt's nicht, aber dann weißt, also perfekt kann ja alles auch nicht wirklich sein. Ja, es geht aber auch irgendwie um die Matches, weil, naja, man kann auch noch den Turn von Anderson dazu nehmen, weil Mr. Anderson, bei dem war das ja eben so, der stand auf einmal auf der Seite von Aces and Eights und da wurde gar nichts gesagt, überhaupt nichts erwähnt, dass der einen Heel-Turn gemacht hat, dass der irgendwas gemacht hat. Und das war schon mal der erste Kritikpunkt. Da sind Wes Briscoe und Garrett Bischoff, das hat man gut gemacht, dass man die immer so ein bisschen an der Seite von Engel hat dastehen lassen und dann eben der Turn im Steel Cage, das fand ich gut. Und wie sie dann auch Engel erstmal verprügelt haben, dann noch im Ring, fand ich richtig gut. War ziemlich logisch auch gelöst. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Matches zurück, denn bei, ich weiß gar nicht mehr, wie der Pay-Per-View hieß, ich glaube, es war sogar Destination X, da der D-Von Match gegen Kurt Angle. Und D-Von ist einer der hochrangigen Offiziere in diesem Stable. Und der verliert einfach mal gegen Kurt Angle. Das würde man mit der WWE nie machen. Und damit schadest du eigentlich dem Stable. Dass man das jetzt natürlich so gemacht hat, dass die jetzt wirklich derart respektiert werden von den Fans, ne, dass da sogar Übergriffe stattfinden, dass die Bully Ray ins Gesicht schlagen wollen, die Fans. Das zeigt schon, dass der Titelgewinn von Bully Ray bei den nicht smartmarkigen Fans, sie können ja smartmarkig sein, aber nicht so sehr über das Booking nachdenken, dass das schon zieht. Und das ist Wahnsinn. Und das muss man wirklich respektieren, dass das mit Bully Ray so gut gelaufen ist. Übrigens darf man sagen, dass die Attire von Aces and Eights samt Mütze Bully Ray ziemlich gut steht. Ja. Ist auch ein unglaublich starker Heel, ne? Wie er die Promos immer rüberbringt. Also der ist schon richtig stark, Bully Ray. Also wie der sich entwickelt hat. Ja, der gefällt mir auch im Moment richtig gut, muss ich sagen. Der bringt, und das siehst du ja auch wieder an den Fanreaktionen, der dir ihn da schlagen wollte, dass das einfach gut rüberkommt, das Ganze, wenn es nicht gestellt war von TNA, was ich nicht glaube. Also wenn ich ehrlich bin, ich komme damit auch einfach gar nicht klar, wenn ich ehrlich bin, weil der Typ, das war mal der uncharismatische Bubba Ray Dudley. Und genauso mit D-Von in der WWE, was ist denn aus denen geworden? Das ist Wahnsinn.
Ja, ist doch gut, ist doch eine gute Entwicklung. Hast Von du paar jemals Jahren zugetraut, dass der, ja? Wie ist, welcher war das Sigler gleich wieder? Beim Spirit Squad. Nicky. Keine Ahnung. Kenny Spenny war was anderes. Nicky, also da hast du es ihm ehrlich gesagt auch nicht zugetraut und so nehmen die Leute halt einfach eine Entwicklung. Ja, also damals vor 2 Jahren habe ich mir noch gesagt, ach, wenn du jetzt irgendwo trainieren willst, dann gehst du lieber zu Lance Storm, wenn du Wrestler werden willst und nicht zu den Dudley Boys. Jetzt würde ich so glatt sagen, gehe ich erst recht zu den Dudleys. Also das ist schon Wahnsinn. Na gut, wir können ja dann erstmal am Anfang kommt natürlich eine Promo von Bully, dass alles geplant war und so weiter, die hat natürlich kommen müssen, um dann noch ein bisschen Heat zu erzeugen, um ja, ich weiß nicht, es war halt dadurch, dass es dann halt alles so passiert ist, war es ja zu erwarten, dass irgendwas kommt. Haha, ich habe von Anfang an alles geplant und ihr seid alle drauf reingefallen. Und auch im Laufe der Show wird ja Sting immer wieder gezeigt, wie naiv und einfältig er war, Bully Ray zu glauben. Das machen ja dann auch, da entsteht ja auch dann das Match zwischen Aries und Root kämpfen doch dann gegen Sting. Austin Aries gegen Sting. Und dann greifen ja die Aces und Aids ein. Und beleidigen ja auch nochmal Sting. Daraufhin wieder die ganze TNA-Crew nach draußen kommen, nachdem Hogan da war Brother. Und kämpft. Brother. Aber am Ende setzen sich halt dann die Aces und Aids durch, was ich auch absolut richtig finde. Ja, also da jetzt in der Ausgabe hat man wirklich alles richtig gemacht. Also deswegen kam das wahrscheinlich auch so gut rüber. Was man vielleicht auch mal anmerken kann, denn es war ja die erste TNA-Episode außerhalb der Impact Zone. Stimmt. Aus Chicago, Illinois im Sears Center. Und ich find's richtig gut, dass TNA jetzt den Schritt gewagt hat. Und man merkt ja auch, die Halle war voll. Ja. Hat alles richtig gemacht. Ja. Also ich wird sich halt über die nächsten Wochen, Monate ergeben, aber ich glaube auch, dass es ein richtiger Schritt ist. Geh ich mal davon aus. Du erreichst mehr und auf Dauer, wenn du mehr Geld verdienen willst und größer werden willst, was ja das Ziel von TNA sein muss, musst du halt auch so einen Schritt gehen. Würde ich definitiv sagen. Und zum Main Event, also es ist halt einfach, jetzt hast du wieder, finde ich, es hängt alles wieder so in der Luft und das macht's so gut. Weil du weißt jetzt nicht, was macht Hogan, weil ja die Aces und Aids eigentlich wieder die Übermächtigen sind, die TNA Superstars eigentlich keine Chance hatten und drum ist es, also das bringt für mich noch so den Drill oder was da noch in der Storyline dahinter ist. Also das macht, finde ich, einfach noch Spaß, dazu zu schauen. Ja. Also ich kann dazu eigentlich nichts weiter sagen. Aces und Aids, da macht man jetzt endlich alles richtig. Jetzt ist das Stable auch so in der Fülle eigentlich recht gut besetzt. Mal sehen, was da draus wird. Also ich bin ziemlich gespannt, wie TNA das jetzt noch bookt. Ja, es wird, also ich auch. Also das, da freut man, also das, ich finde, du hast auch im Moment einfach Lust, TNA zu gucken. Also muss ich ganz sagen. Meinung bin ich auch. Da hast du einfach Lust. Dann, was gab's noch? AJ Styles ist wieder da. Ja, also er hat den Save gemacht für James Storm. Und diesbezüglich freue ich mich, weil James Storm hängt in der Luft schon seit langer, langer Zeit. Deswegen ist das eigentlich ganz gut, dass da jetzt auch im Charakter James Storm mal wieder was passiert. Denkst du Tag-Team oder in was für eine Richtung vermutest du da? Ja, denke ich schon. Also AJ Styles wird ja jetzt immer wieder zum Tag-Team-Wrestler gemacht irgendwie, ne? Er hat ja letztes Jahr mit Kurt Angle bei Bound for Glory. Also man hat keine Idee mehr für AJ Styles. Man hat anscheinend alles schon ausprobiert und der Mann, der eigentlich die Company tragen sollte, ist nur eine Randfigur. Naja, nicht so gut. Schade. Ja, vor allem der Typ, also der hatte ja 2003 sogar ein Angebot von der WWE gekriegt. Hat aber nicht angenommen, weil er zu TNA gehen wollte. Und jetzt, also, glaube ich, bereut das ein bisschen. Aber er... Ja. Glaubst du eher Aces and Ace Storyline? Ich sag jetzt Achte und Asse, mir langt. Eher in die Achte und Asse Storyline oder doch eher in die, also in eine separate Storyline? Kommt der noch mit rein? Separat? Also der wird nichts damit zu tun haben erstmal. Man muss den ja jetzt auch erstmal wieder aufbauen. Und wenn er wirklich damit zu tun gehabt hätte, wäre er ja auch am Ende mit rausgekommen. Also entweder erst Mitglied oder ja. Also glaubst du jetzt eher mal ein bisschen abseits mit Storm und Daniels Kassarian?
sowas. Da integriert man dann bestimmt noch die beiden Mexikaner. Wie hießen sie nochmal? Chavo Guerrero und Hernandez. Ja, okay, die haben nichts zu tun. Die stecken wir da auch noch mit rein. Wurden die nicht am Anfang irgendwie aus dem Ring gehauen von Aces? Das fand ich auch ziemlich cool. Ja, zeigt also die Bedeutung der beiden, ja. Ja, also das finde ich auch verschwenderisch, ne? Und am Ende wird es dann sowieso wieder so werden, man macht wieder Triple Threat Tag Team Title Match oder so. Vor allem, ist dir mal aufgefallen, dass es bei TNA fast bei jedem Pay-Per-View ein Triple Threat Tag Team Title Match gab? Also ziemlich oft zumindest. Warum denn nicht? immerhin gibt's Tag Team Title Matches. So da kannst du aber auch mal ein Leiter-Match machen. Triple Threat Leiter-Match Tag Team. Ja, oder du machst ein Hell in a Cell. Nein, keine Ahnung. Oder du machst ein Steel Asylum Match. Also hier, wie hieß das Match jetzt? Also hier, Terror Dome, so hieß es ja am Ende. Da hat ja der mexikanische Kollege von Hernandez damals den Ausweg nicht gefunden. Und Hardy wusste nicht, was er machen sollte. Komisch, kann ich mir bei Hardy gar nicht vorstellen, wo er das kann. Nein, Spaß. Dann, also, ich habe hier bei den TNA-Videos stehen, AJ Styles makes his shocking return to TNA. Für mich persönlich war es jetzt nicht shocking. So shocking. Es wäre es jetzt gewesen, wenn er am Sonntag da bei den Achten und Assen oder so dabei wäre. Ach ja. Naja, shocking. Muss mal schauen. Der wird jetzt wahrscheinlich erstmal aufgebaut. Ja, ich finde auch gut, dass James Storm wieder gewonnen hat. Vor allem in einem sinnvollen Match gegen Daniels. Ja, muss man mal schauen. Das kann man sich ja auch irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Dass ein Mann wie Daniels auch nie World Champion war. Der Mann ist seit Beginn mit dabei. Ja, kann man sich schon. Also gibt auch viele solche. Schau dir Finlay an. Finlay ist auch schon 1000 Jahre, glaube ich, im Wrestling und war bei der WWE auch nie vorne dran. Ja, also ECW war mal im Titel geschehen. No Way Out 2009 hat man ein Match gehabt gegen Jack Swagger. Das weiß ich nicht. Er hat auch mal gegen JB... Nein, das war aber nicht um Titel. Das war eigentlich das so das Relevanteste, was der doch hatte. So richtig viel Relevantes war da nicht dabei. Ja, Money in the Bank Leiter Match. Da hat er auch Number One Contender. So im übertragenen Sinne gehabt. Na gut, Joseph Park kriegt gegen Matt Morgan aufs Maul. Das, glaube ich, brauchen wir auch nicht weiter kommentieren. Nee, oder? Brauchen wir nicht. Also, man kann vielleicht anmerken, dass seine Firma Park in Park heißt. Ich fand die Promo gut. Also, ich finde, der Typ, der stellt sich so richtig, wie er da in dem Anzug dasteht, finde ich genial. Das ist so ein richtiger Sack, wo du reinhauen willst. Also, für mich. Wo war Lockdown eigentlich nochmal? Am Sonntag? In der San Antonio, ne? San Antonio. Und das war auch genial. Da hält Joey Ryan erst nochmal eine kurze Promo. Dann kommt ja Joseph Park raus und das Einzige, was er sagt, San Antonio! Irgend sowas. Das war genial. Das war wirklich genial. Also der gefällt mir in der Rolle auch sehr. Also das ist natürlich so ein kleiner Comedy-Act, aber da steckt ja auch Herzblut mit drin. Wie sie mal zeigen, wie er trainiert. Das ist ja jetzt nicht so ein Aufbau wie damals bei Eugene oder so. Das hat er wirklich Hand und Fuß und das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht gibt's ja am Ende dann einen Klon bis gegen Joseph Park. Ja, genau. Out for Glory. Nein, also ich find's auch, also echt, der macht seinen Job da richtig gut für mich. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch wieder genug Hater, aber ich bin da ziemlich einverstanden damit. Ja, gehe ich auch konform mit dir, absolut. Echt? Boah. Zum ersten Mal, irgendwie. Ich will ja eigentlich in so einer schwierigen Zeit den Matze ja echt nicht kritisieren, aber schau, Matze, jetzt. Wenigstens mal einer, der mit meiner Meinung geht. Wollte ich nur mal so stehen lassen. Heute kriege ich mal keine Striche. Echt. Das machen dann die Aces und Aces im Clubhaus, die Striche. Dann gibt's aber eine doppelte Abreibung. Jetzt habe ich was Falsches gesagt. Gut, was gibt's noch zu sagen? Fällt dir noch was ein? Gut, Robbie E gegen Rob Terry, wie er ja jetzt heißt, bisschen Probleme, ne? Ja. Ja, was war ein Matchzeit? 1:15. Also. Vor allem, ich finde es ja richtig cool, wie das eingeteased wird hier. Bei YouTube, hier in dem Bericht, steht Robbie E vs. Rob Terry, the rematch. Richtig gut angeteased. Also was man vielleicht noch sagen könnte, das mit Sting und Austin Aries, das Match, also man kann sich ja wirklich bei jedem Match immer nur bedanken,
dass Sting überhaupt noch in den Ring steigt. Und dann gerade bei Weeklies, sowas macht der Taker nicht. Und Sting ist eine wahre Legende und der macht das zum Beispiel. Sogar in einem kleineren Rahmen bei TNA. Also dem Mann muss man wirklich dankbar sein für alles, was er da macht, für die Company. Der hängt sich auch rein. Also das muss man echt sagen, der hängt sich da rein. Das ist ja Wahnsinn. Er ist 53, wobei ich glaube, dass der Undertaker das auch tun würde, wenn er es noch könnte. Ich glaube, der Undertaker kann bloß einfach nicht mehr. Ja, aber ich glaube, bei Sting, der ist loyaler als der Undertaker. Merkt man ja auch, guck mal, er hatte ja so oft die Möglichkeit, zur WWE zu gehen, hat aber halt immer gesagt, ich bleibe TNA treu. Und das zeigt doch eigentlich auch den Charakter dieses Menschen. Also Sting respektiere ich mehr denn je. Absolut, ja, absolut. Und weiterhin auch top, also weiterhin auch auf einem Niveau, wo man sagen kann, da rentiert sich's auf jeden Fall noch, Matches zu machen und in den Ring zu steigen. Weil wenn du dann irgendwann rumkrebst, so wie Hogan oder Ric Flair, ist ja auch nicht mehr das Wahre. Ja, ne, das stimmt. Ja, Hulk Hogan, zwei künstliche Hüften, ne, und TNA World. Also da ist irgendwas falsch gelaufen. Judy, dann, oh Judy, das sagt der Matze auch immer. Nein. dann würde ich mal sagen, machen wir da auch den Deckel drauf, schauen, wie es mit drauf. Den Aces und Aids und der Hogan-Geschichte weitergeht. Brother. Jetzt habe ich einen eigenen Catchphrase, der geht jetzt auch nicht mehr. Machen so, jetzt sind wir übrigens am Ende, also fast am Ende der Sendung, da kann man direkt nochmal eine Kaufempfehlung aussprechen, nämlich das Buch von Jimmy Superfly Snuka. Das heißt ja Superfly direkt, das ist ja geschrieben von John Chapman und Jimmy Snuka, beziehungsweise diktiert und geschrieben von John Chapman. Und das ist richtig gut. Also ich lese das momentan als E-Book, kann man sich für 13 Euro runterladen auf Amazon, kann man sich allerdings leider nicht als Buch runterladen. Das geht nicht. Okay, gut. Kaufempfehlung ausgesprochen. Ich habe bloß so eine kaufmännische Begleitmusik bisschen eingespielt. Ja, kannst du ja vielleicht noch eine machen? Kann ich noch weiter erzählen? Okay. Ja, du musst schon machen, sonst stehe ich da wie ein Depp. Ja, okay, machen wir nochmal. 3, 2, 1 und los. Du bist so ein Arschloch. Okay, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja, ich bedanke mich bei euch, bei der gesamten Hörerschaft für diese zahlreiche Zahl hier. Natürlich am Sonntag geht's hier 18 Uhr und das freut uns natürlich, wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird. Und wer es nicht weiß, es wird ja jetzt am 16.03. aufgezeichnet. Wir hatten das ja vorhin schon gesagt, 316, sonst hätte das ja keinen Sinn ergeben. Und ich bedanke mich bei dir, Leo. Es war eine tolle Sendung. Ich glaube, wir haben den Matze ordentlich entschädigt dafür, dass er nicht da war. Echt, du hast ihn entschädigt. Ich weiß nicht, was du entschädigst, aber du, bevor wir dann doch ganz rausgehen, würde ich noch die Highlights der Woche machen. Du kannst dich ja schon mal gern bedanken, aber ich... Ja, ich gehe jetzt schon mal, ne? Ja, also, schönen Tag. Derweil sag ich mal, der Matze hat mir nämlich mitgeteilt, weil wir ja die Woche mal geskypt haben, was so seine Favoriten der Woche waren. Also Superstar der Woche ist definitiv für Matze Bully Ray. Jetzt frage ich dich, gehst du da mit? Bist du damit einverstanden? Ja, es sind natürlich alle herausragende Akteure, ne? Aber Bully Ray stach in dieser Woche heraus, absolut. Ich finde, du kannst die Woche für mich, ich fand Punk stark. Also Punk hat mir richtig gut gefallen. Ja, ist ja eigentlich immer so. Punk ist eigentlich jede Woche stark. Ja, das ist das. Punk hat halt einen hohen Anspruch, aber die Woche auch eigentlich, dass er hatte am Anfang hatte er den Spot und er hatte eigentlich am Ende von Raw den Spot. Also der hat mir die Woche eigentlich richtig gut gefallen. Aber du kannst halt an einem der den wichtigsten Titel ich habe jetzt nicht ich hab gerade ehrlich gesagt die ganze Zeit, weil man sagt doch nicht in der bei der TNA Company, also wie sagst du das? Ach, bei egal. TNA sagt man, also bei Total Nonstop Action. Ja, dann sage ich, der hat den wichtigsten Titel bei TNA einfach gewonnen, hat dominiert, hat Impact Wrestling wieder dominiert, also ist für mich auch Superstar der Woche Bully Ray.
Also wenn man jetzt nach der Loyalität gehen würde, wäre der Superstar der Woche natürlich Sting, steht außer Frage. Also der Sting und Undertaker wären da so ziemlich gleich Schritt. Aber wenn man jetzt natürlich nach den wrestlerischen Elementen geht, dann ist es Bully Ray. Ja, nicht nur nach den Wrestlern, auch vom Aussehen her. Auch vom Promo, also ne, und so. Ja, natürlich. Wahnsinn, also muss ich echt sagen, Wahnsinn. Wir haben natürlich diese Woche auch eine Memo from the Office of the Aces and Eights, der Superstar der Woche. Und das ist mit einem leichten Vorsprung von unendlich vielen Stimmen, weil wenn die anderen keine Stimmen haben, kannst du ja sagen, er ist unendlich weit vorne, hat da auch Bully Ray gewonnen. Also mittlerweile mit über 14 Stimmen. Sie hatten zwar jetzt, oder ihr hattet jetzt nicht so lange Zeit zum Abstimmen, aber ich glaube, das hätte so oder so der Bully Ray gemacht. Gut, kommen wir zu deiner Promo der Woche. Was ist deine Promo der Woche? Boah, schwierig. Also ich liebäuge momentan noch zwischen der Eröffnungspromo von Raw und zwischen der Eröffnungspromo von Impact, weil die fand ich auch richtig gut. Ich würde aber letztendlich doch sagen, weil die Woche ja natürlich im Fokus von Paul Bearer stand, auch mit dem Tod und so weiter, dass die Promo bei Raw, die Anfangspromo, die beste der Woche war. Warum? Also einfach wegen Paul Bearer, einfach ein bisschen, um ihn nochmal zu huldigen, um ihn Respekt. Nee, nicht nur deswegen, weil CM Punk strotzt ja so ein bisschen der Schwerkraft, wenn man das so bezeichnen möchte. Weil normalerweise ist das ja dieser Stereotyp, er kommt raus, ja, meine herzlichsten Wünsche gehen an Paul Bearer und seine Familie. Nee, Fehlanzeige. Punk kam einfach raus und gesagt, Mein Beileid geht an den Undertaker, weil der bei WrestleMania die erste Niederlage bekommt. Und das ist zum Beispiel genial. Das ist unglaublich gut strukturiert, auch vom ganzen Promo-Dasein. Und da ist Punk auch einfach sehr, sehr weit und immer wieder sehr, sehr stark. Und deswegen hat Punk eigentlich normalerweise immer die beste Promo jede Woche verdient. Aber diese war richtig stark. Du Lenny, must ask you a question. Was denkst du denn, war die Promo der Woche für Matze? Hä? Ich will und kann mich nicht dazu äußern. Okay, nee, für Matze war es definitiv, hat er gesagt, hat ihm richtig gut gefallen, die Promo von Damian Sandow und Cody Rhodes, also das Mustache-Your-Question. Definitiv genial. Würde ich auch so mitgehen, weil die beiden mir einfach unglaublich viel Spaß machen. Also allein diese Idee ist einfach richtig gut. Ist, wie wir jetzt vorher gesagt haben, bei Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez, es wirkt nicht so gezwungen. Bei denen kaufst du das einfach total ab, was sie da machen. Es sind richtig gute Wortendungen und die sprechen das einfach auch genial. Also wirklich so als von wegen, ja, wir sind was Besseres. Und drum gehe ich da mit Matze mit und sag, must ask you a question. Ja, ich habe jetzt meine Meinung hier mal außen vor gelassen, weil ich möchte nicht, dass der Matze da noch weitere körperliche Qualen an der gesamten Physis und an der natürlich auch an der Psyche erleiden muss von Aces and Aids. Ja gut, Lenny, also es ist eh klar, also die Aces and Aids Promo, die steht da drüber. Also wir reden ja nur noch über das, was so ein bisschen mittelmäßig drunter ist, was halt unter den Aces und Aids kommt. Das ist natürlich klar. Das ist ja, das stimmt natürlich. Aces und Aids, die wohl beste Promo der Woche. Also das wäre doch gelacht. Mit Abstand. Ja. So, dein Match der Woche, Lenny. Mein Match der Woche war es auch schwierig. Ich würde mich dann mal begrenzen auf den SmackDown Main Event zwischen Swagger und Jericho. Das wäre eine kleine Überraschung, aber ich fand das Match dann an sich doch sehr stimmig, auch ziemlich flüssig. Also ich bin für Swagger gegen Jericho, Match der Woche. Der Matze geht da mit Ziggler und die Bryan, was man natürlich auch nachvollziehen kann. Ich meine, die sind einfach beide top im Ring und macht Spaß zuzuschauen. Ja, aber ich sag mir dann auch wieder, da gab's schon bessere Matches. Also im Oktober gab's ja bei Raw auch ein Match und das fand ich besser. Deswegen habe ich diese Woche das nicht gemäht. Gut, aber das ist natürlich nicht die Definition, weil du kannst ja nicht sagen, bloß weil es schon mal bessere gab, ist das jetzt wieder nicht gut. Und wenn es keine besseren gibt, nee, ist ich das war halt auch generell nicht so begeistert von dem Match. Ich meine nur. Ja, Chef. Nee, ich gehe auch, weil du gerade gesagt hast, überraschenderweise, das fand ich ein bisschen komisch. Also ich gehe mit dir mit und sag auch den SmackDown Main Event.
weil der mich einfach richtig gut unterhalten hat. Der hat mir Spaß gemacht. War ein längeres Match. Also mir hat das wirklich richtig gut gefallen. Ich habe mich überraschend gesagt, weil im Internet wird ja mittlerweile schon das Match zwischen Brian und Ziggler wieder in den Himmel gelobt. Deswegen ist Swagger gegen Jericho da vielleicht ein kleiner Außenseiter-Tipp jetzt. Ja, wahrscheinlich. Könnte man so stehen lassen. Gut. Du Lenny, dann sind wir doch eigentlich so weit durch, würde ich sagen. Normalerweise sind wir durch. Also ich hätte jetzt nichts mehr hinzuzufügen, bin ich ehrlich. Dann würde ich sagen, halten wir jetzt noch eine 10 Sekunden, ich habe nicht so lange, so weit ist es mit Matze auch nicht, aber dann halten wir jetzt noch eine 10-sekündige Schweigeminute für Matze, hoffen, dass er möglichst bald wieder bei uns ist, weil, ich meine, wir beide machen das schon echt awesome und legendär, aber mit Matze ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und Matze, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, wir haben dich hier einigermaßen und möglichst gut vertreten. Und Lenny, dir danke ich auch, dass du dabei warst. Hat mir immer wieder gerne dabei. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass jetzt auch mal andere Projekte, die wir noch am Start haben, ins Laufen kommen. Ja, ich sag nur das Segment. Jeder singt 4 Songs jede Woche. Pro Woche. Also und immer jemand anderes. Super. Also ich wollte den Jan wollte ich schon immer mal singen, so was wäre denn was Gutes? Der Santino-Theme. Boah, ja. Boah, bitte. Also, das ist schon ausgemacht. Nächste Woche ist der Jan dabei. Ich hoffe, der Matze dann auch wieder, müssen wir mal gucken, aber dann auf jeden Fall den Santino-Theme von Jan. Dazu kriegen wir ihn, würde ich sagen, Lenny. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Matze macht den Deckel sowas von drauf. Und ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. That was a decent show you guys just did. But you can do better. I hope you can. Your host seems to be satisfied, but we're not! Improve, or he will suffer for your failure. Until next week, then. And remember, when you're aces and eights, you're never ride alone.